Oh, hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, heute gibt es mal ein extrem cooles Video mit der ganzen Lami-Familie. Oh ja! Oh ja! Und Lea ist auch dabei! Oh ja, ich bin doch immer dabei! Und Freunde, ihr müsst auf jeden Fall erstmal diesen Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr solche Videos auf gar keinen Fall mehr verpasst. Und Freunde, schreibt noch ein nettes Kommentar über die Lami-Familie, damit ich euch ein Herz geben kann in den Kommentaren. Und Freunde, wenn euch das Video gefällt, dann lasst noch gerne einen Daumen nach oben da und dann seid ihr auch auf jeden Fall in der Lami-Army. Und Freunde, wir spielen heute mal mit der ganzen Lami-Familie Verstecken und das im Kindergarten. Das hört sich richtig, richtig cool an. Aber Lami, unsere Kinder sind total im Vorteil. Die kennen doch den ganzen Kindergarten in- und auswendig. Oh ja! Wir werden auf jeden Fall gewinnen und ihr werdet uns niemals finden. Stimmt es, Lea? Leo und ich haben ein richtiges Geheimversteck, wovon ihr nichts wisst. Mhm. Und da werden wir uns auch bestimmt verstecken. Oder, da werde ich mich nicht verstecken. Ich möchte nichts verraten. Okay, sehr, sehr interessant, oder, Lami? Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch einfach mal sagen, da ich der Älteste bin, werde ich auch einfach mal anfangen zu suchen. Ist das okay für euch? Ja, natürlich. Ja, lass uns alle verstecken. Papa, du musst zählen. Alles klar, dann würde ich sagen, Freunde, wir zählen jetzt einfach mal. Und dann wird sich die Lami-Familie in der Zeit verstecken. Es geht los. 1, 2, 3, 28, 29 und 30. Ich komme, versteckt oder nicht. So, jetzt ist der Profi dran. Freunde, was meint ihr? Werde ich die Lami-Familie leicht finden oder nicht? Eigentlich ist die Lami-Familie richtig gut im Verstecken. Aber Freunde, mal gucken. Oh, Frau Gruselwusel, möchtest du mir nicht einen Tipp geben, wo sich die Familie versteckt hat? Also ich kann dir so viel sagen, du bist auf jeden Fall sehr nah dran an jemanden, der sich hier versteckt hat. Oh, das ist aber ein guter Tipp. Ich bin sehr nah dran. Freunde, was meint ihr? Seht ihr hier schon jemanden? Aber ist hier noch niemanden? Oh Gott, vielleicht draußen? Hallo? Hat sich hier jemand versteckt? Moment mal, vielleicht hier in der Ecke oder so? Vielleicht da? Oh, Emily? Was ist das denn für ein Loser-Versteck? Ich bin nicht Emily, ich bin nur eine schöne Blume, die hier sitzt. Oh, okay, dann suche ich mal weiter. Okay, ach, Quatsch, Emily, oh, ich hab dich gefunden. Oh, ich dachte, das wäre eigentlich ganz gut, das Versteck hier. Aber wir müssen jetzt zusammen Leo und Lea finden, okay? Oh, okay, aber ich gebe dir keine Tipps bei Leo, okay? Okay, Freunde, was meint ihr? Wen finden wir zuerst, Leo oder Lea? Schreibt es genau jetzt in die Kommentare. Ihr habt 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2 und 1. Ich hoffe, ihr habt das jetzt in die Kommentare geschrieben. Leo oder Lea, wen finden wir zuerst? Vielleicht hier irgendwer? Unter dem Tisch ist er auch nicht. Vielleicht im Kühlschrank? Ich glaube auch nicht. Oh. Moment mal! Wer ist das denn da oben? Ich bin nicht Leo. Ich bin einfach nur eine schöne Blume. Das war doch mein Spruch. Na gut, ihr habt mich gefunden, aber ihr habt noch nicht Lea gefunden. Oh, stimmt. Wir müssen jetzt erstmal die kleine Baby-Emily finden. Oh ja, und die ist ein bisschen kleiner. Das heißt, die könnte sogar in dieser Ritze hier sein. Oh, das stimmt. Aber Moment mal, Frau Gruselwusel hat eben gesagt, ich bin da ganz in der Nähe von jemandem, der sich hier versteckt hat. Vielleicht ist sie doch in diesem Raum, Emily. Dann müssen wir mal schauen. Vielleicht hier irgendwo unter der Couch? Moment mal, ich guck auch mal so nach unten. Warte mal, wen sehe ich denn da? Ich bin nicht, ich bin ein Staubkorn. Ein Staubkorn? Moment mal, wie hat die sich denn hier reingequetscht? Hey, Lea! Das war so ein gutes Versteck!
Wow, das stimmt, Lea. Das war ein richtiges Profi-Versteck, oder nicht, Emily? Oh, damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Also, du hast ja richtig ziemlich Mühe gegeben. Ich muss wirklich sagen, Lea hat sich wirklich gut versteckt. Sogar besser als Leo, das hätte ich nicht gedacht. Aber, liebe Lami-Familie, die Emily wurde als erstes gefunden. Deswegen muss Emily auch suchen. Oh, okay. Aber diesmal müsst ihr euch ein bisschen schwieriger verstecken, denn ich habe richtige Profi-Augen. Da bin ich mal gespannt. Na gut, dann Emily, du gehst raus und du musst zählen. Und dann würde ich sagen, kommst du gleich wieder. Okay, dann bis gleich. Okay, Freunde, wo soll ich mich denn jetzt verstecken? Oh Gott, ich kenne mich hier im Kindergarten ja eigentlich gar nicht aus. Vielleicht verstecke ich mich hier oben irgendwo. Oh, ich glaube, hier am Wasser ist es eigentlich ganz gut, oder? Ich verstecke mich einfach mal hier hinter diesem Baum. Oh yeah, die nächste Runde hat gestartet. Das heißt, ich brauche unbedingt ein neues Versteck. Oh, bevor Emily schon lossucht. Da vorne ist sie ja schon. Oh, ich habe noch gar kein Versteck. Moment mal, vielleicht kann ich mich hier drinnen verstecken. Oh, was ist das hier? Vogeltrank? Was ist das? Das klingt irgendwie ganz, ganz cool. Irgendwie auch ganz lustig. Vogeltrank? Ich trink's einfach und blub, 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 blub und oh, Moment mal. Ich bin ein kleiner Papagei. Ja, wie cool ist das denn? Moment mal, so wird mich ja niemand finden. Ja, ich bin einfach ein bunter Vogel. Guck mal, ich bin ein Vogel. Da ist der Lami. Woher kommt dieser Papagei? Der sieht ja lustig aus. Hey, Papagei, du musst weg hier. Sonst verrätst du noch mein Versteck. Der weiß gar nicht, dass ich Leo bin. Wie cool. Und, Moment mal. Ich glaube, da unten hat sich Lea versteckt. Das heißt, ich bleibe einfach hier oben und guck, wie sich Emily gleich anstellt. Oh, yeah. Oh, dann wollen wir doch mal schauen, wo alle stecken. Und Frau Gruselwusel, ist hier vielleicht jemand im Raum, der gefunden werden will? Also, ich kann dir so viel sagen, Emily. Hier bist du ganz, ganz kalt dran. Okay, dann muss ich mal weitergehen. Ist vielleicht hier jemand? Also hier sehe ich auf jeden Fall keinen und auf den Schränken sitzt auch niemand. Okay, also ist hier drin niemand versteckt. Dann muss ich jetzt mal rausgehen. So, vielleicht gehe ich mal hier hochgucken. Hallo? Hat sich hier vielleicht jemand versteckt? Was machst du denn da? Hey, das ist unfair. Bin ich der Erste, den du gefunden hast? Ja, natürlich. Dein Versteck ist so schlecht wie mein allererstes. Oh Gott, ey. Oh Mann, oh. Das war bestimmt wie diesen blöden Vogel. Der hat mich doch verraten. Was denn für ein Vogel? Ich sehe hier keinen Vogel. Oh, bunter Vogel, ich glaub, die reden über mich, aber Lami wurde schon gefunden. Jetzt müssen die nur noch Lea finden und dann habe ich die endgültig getrollt. Lami, also ich glaube, dass sich jemand im Geheimversteck versteckt hat. Im Geheimversteck? Moment mal, aber wo ist das denn nochmal? Um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht so genau. Also, ich müsste da mal ein bisschen genauer nachschauen. Alles klar, dann such einfach mal. Ich bleib hier und schau mir diesen wunderschönen Baum an. Okay, dann mach das, Lami, so. Also, der wird bestimmt irgendwo hier an einem Baum sein. Aber die Frage ist nur, an welchen Baum? Oh, da hab ich ihn ja. Oh, das war ja einfacher als gedacht. Ich glaube, dann werde ich da einfach mal runtergehen. Oh, das ist gar nicht gut. Lea wird jetzt gleich gefunden. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal mit rein. So, und du. Und hat sich jemand versteckt? Der kann gerne mal Piep machen. Keiner, der Piep machen will? Das glaube ich nicht so ganz. Dann muss ich mal ein bisschen genauer nachschauen.
Das ist gar nicht gut, aber ich weiß selber nicht, wo hat sich Lea denn versteckt? Ich muss wirklich sagen, meine kleine Schwester Lea ist wirklich sehr, sehr gut im Verstecken spielen. Ich sehe die gerade selber nicht. Freunde, was meint ihr? Wo ist die kleine Lea? Hier muss aber doch jemand sein. Das kann doch gar nicht angehen, dass hier niemand ist. Das war doch eindeutig Lea und das war hier ganz in meiner Nähe. Warte mal, wo hat sich Lea versteckt? Ich weiß es selber gerade nicht. Hier ist so staubig unter dem Tisch. Ich halte das nicht mehr aus. Mama, du hast mich gefunden. Oh, Lea, du hast dich wirklich selber verraten durch dein Niesen. Oh Mann, da ist bestimmt ganz viel Staub drunter. Ja, aber jetzt hast du mich endlich gefunden. Und wen musst du jetzt eigentlich noch finden? Um ehrlich zu sein, nur noch Leo. Aber ich sehe den nirgendwo. Ich habe auch schon überall geguckt. Oh, habt ihr das gesehen, Freunde? Leas Versteck war ja mal abgefahren. Die hat man ja gar nicht gesehen. Aber jetzt suchen die jetzt alle nur noch mich. Aber mich werden die niemals finden. Ich bin ein kleiner Papagei. Oh, die haben sich jetzt alle versammelt, aber die haben alle noch nicht mich gefunden. Da sind die alle. Oh, Emily, sag mir nicht, du hast Leo immer noch nicht gefunden. Natürlich nicht. Oder siehst du den hier irgendwo? Der hat sich absolut gut versteckt. Oh, das kannst du laut sagen. Oh Mann, Leo, dieser kleine Rabauke, der ist viel zu gut im Verstecken spielen. Oder... dieser kleine Rabauke schummelt. Oh, meinst du wirklich, Leo schummelt? Oh, das könnte ich dem wirklich gut zutrauen. Aber wie würde Leo schummeln? Ich glaube, der würde uns die ganze Zeit beobachten und uns auslachen. Das wäre bestimmt so eine typische Leo-Aktion. Leo hat sich bestimmt verwandelt. Der ist so ein Diesling. Ich glaube, die schmieden Pläne gerade. Die haben herausgefunden, dass ich vielleicht schummel, aber die haben keine Beweise. Und ich bin einfach nur ein Vogel. Da ist schon wieder dieser blöde Vogel, der mich verraten hat. Aber seit wann sind diese Vögel so zahm und zutraulich? Warte mal, eigentlich haben Vögel doch Angst vor uns, oder nicht? Ja, ganz genau. Und hat der nicht eben auch irgendwas gesagt? Also habe ich das auch gehört. Moment mal, kannst du reden, kleiner Papagei? Also Lea, denkst du, dass es Leo ist? Leo? Wer ist Leo? Ich bin einfach nur ein Papagei. Das ist Leo. Wir müssen alle hinterherrennen. Oh, Leo, wir haben dich gefunden, du blöder Papagei. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Oh, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, wie ich meine Familie als kleiner Papagei getrollt habe, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und guck mal, meine kleinen Beinchen. Ich bin super schnell. Ja. Ein Papagei, der auf dem Auto fährt? Das gab es ja noch nie. Oh, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und schaut unbedingt bei meiner Mama Emily vorbei. Da haben wir auch coole Videos gemacht. Und jetzt könnt ihr noch die letzten zwei Videos von Lami abchecken. Das müsst ihr unbedingt machen. Ihr müsst alle Videos von Lami immer einen Daumen nach oben geben und abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, bis morgen und ciao.